Strecken werden von verschiedenen Vereinen befahren und wir haben das zum ersten Mal so jetzt gemacht. Die Strecke ist ganz neu und schöne Abschnitte sind der Otzberg und der Bereich vom Otzberg nach Humdroth und die Steigung nach Bildstein hoch. Das ist so die Sachen, wo die Radfahrer ins Transpirieren kommen werden und sich überlegen, was der VC eigentlich verfolgt mit seinen Höhenmetern. Die Firma Hansen unterstützt ja diese Veranstaltung. Die Firma Hansen ist jetzt der erste Kontrollpunkt. Wie viele Teilnehmer fahren insgesamt mit? Es kommt jetzt auf das Wetter an, wie sich das entwickelt. Also bei dem Wetter, Prognosen, denke ich, dass da zwischen 600 und 800 Leute kommen werden. Ich bin schon seit über 35 Jahren beim VC Frankfurt, fahre selbst Radtouristik, bin in meiner Jugendzeit Radrennen gefahren und jetzt ist eben an der Zeit zu helfen, weil ich selbst möchte fahren und deswegen bringe ich mich auch dann ein, um eine Veranstaltung mitzugestalten, damit andere dann auch diesen Nutzen wieder haben und das macht letztendlich auch Spaß. Bei so einer Veranstaltung trifft man auch mal viele Leute, die man sonst auf dem Fahrrad nicht anreden kann, so kann man sich unterhalten und man hat eben rundum auch mal einen anderen Blick auf so eine Veranstaltung dann. Und das macht auch Spaß. Danke dir. Bitte, viel Spaß. Heute nicht aktiv oder wie? Nee. Aktiv stempeln. Ja, heute schon mitgefahren im RTF. Wie ist es bisher gelaufen? Ja, bis jetzt sehr gut. Wir sind hier vom Maßrot-Weiß Frankfurt mit einer kleinen Gruppe am Start, ca. 10 Teilnehmer. Und ja, haben auch entsprechende gute Unterstützung, gutes Material von der Firma Hansen Werbetechnik auf unserer Seite stehen. Und ja, läuft soweit sehr gut. Also heute auch, das Wetter gibt heute keine Ausreden. Und die Tour ist recht schön, erstmal so am Beginn recht flach. Gut zum Einrollen und dann später wird es halt nochmal entsprechend in die Berge gehen. Und nee, sehr schöne Veranstaltung und deswegen heute gemeinsam wieder mit dem Verein am Start. Was ist denn eigentlich alles von Ihnen heute hier? Also das ist wirklich das Schöne, all das, was dazu beiträgt, dass heute die Veranstaltung rund läuft, können wir wirklich alles selbst produzieren. Und das fängt vom Großen ins Kleine, vom Kleinen ins Große an. Ob die großen Airdancer draußen, ob die Banner, der Zielstartbogen, ob die Tischdecken, die Tischhussen, ob die Kontrollpunktschilder, ob die Roll-Ups, auf denen wir unser Engagement im Radsport zeigen, ob das die Präsenter sind, wo Obst drauf liegt, die wir selber herstellen und produzieren. Also wir haben überall eingestanden die Berührungspunkte zu unserer eigenen Arbeit, die wir heute in dem Kontext mit der Radsportveranstaltung unserer eigenen Hansen RTF mit dem VC Frankfurt hier zeigen können.
Es ist wunderbar, vom Wetter her ist es gut. Die Verpflegung stimmt, wie man sieht. Die Leute sind alle relaxed und zufrieden und das ist die Hauptsache. Das macht uns auch irgendwo glücklich und zufrieden. Ich fahre auch das ganze Jahr über. Aber einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ist man halt auch dran als Veranstalter oder als Verein. Und da muss man eben so eine Veranstaltung eben auch mal stemmen. Und da ist jeder gefragt und jeder muss mithelfen. Radfahren tue ich jetzt schon das vierte Jahr dieses Jahr. Und ich bin jetzt vom RSV Müdesheim hier. Und ich habe die 80-Kilometer-Strecke genommen. Ich bin tatsächlich am Kampfen. Das ist halt meine zweite Ausfahrt dieses Jahr. Und noch 30 Kilometer, aber ich habe gehört, es geht ja nur noch bergab. Es sind eine bestimmte Anzahl Vereine, ich glaube 9 Vereine sind es und jeder Verein richtet eine Veranstaltung aus und so kommt man durchs Jahr. Gerade eben frisch angekommen. Ja, nee, frisch nicht mehr. Also total grenzwertig. Die 72er hätte es echt getan, ja. Und hast du noch vor, wirst du am ganzen Cup teilnehmen oder... Oh, das weiß ich. Ich habe noch so einen Massagegutschein vom Geburtstag von meiner Tochter. Den werde ich heute ausnutzen. Und wenn ich noch neue kriege und wieder massiert werden kann, ja, dann mache ich die anderen auch mit. Die schönsten Teile sind die schwierigsten. Eben in der Mitte, wo wir praktisch ein Stückchen in den Unterwald gefahren sind. Das war schon anspruchsvoll, aber... Deswegen sind auch hier. Wir kennen die Strecke auch von früheren Jahren. Gut, in diesem Jahr ist ja eine neue Strecke. Aber wir werden auch den kompletten Rhein-Main-Cup fahren, also alle 10 Veranstaltungen. Ja. Zweiter Platz. Es sieht mit dem RC Hattersheim hier. Mhm. Ja, wir haben den dritten Platz belegt. Wir haben 23 Mann gemeldet heute und wir sind überwiegend die 100er Strecke gefahren. Also ich finde, es hat viel Spaß gemacht. Es war eine schöne Strecke und wir haben dann auch ganz spontane Gruppe gefunden. Das war klasse. Also bin sehr zufrieden.